Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen Haul. Und zwar war ich seit langem mal wieder in Butni und ja, habe einiges gefunden. Butni hat auch die Eigenmarke umgestellt. Früher war das Butni Care und jetzt heißt die Eigenmarke Jolea. Und ich habe einige Produkte entdeckt, die ich super interessant fand und die ich einfach mal mitgenommen habe, um sie zu testen. Und ja, ich würde einfach sagen, ich starte direkt mal mit dem Video. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und los geht's. Zu allem durfte vom Haarpflegesortiment ein Produkt mit und zwar eben von der Firma Jolea. Dieses Trockenshampoo hier, Sweet Cherry. Ich bin momentan so ein bisschen am Austesten von Trockenshampoos und das fand ich halt sehr interessant vom Duft her. Ist für alle Haartypen und ja, Schnellpflege ohne Wasser, Antifettformel. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Die sind halt nicht ganz so teuer, die Eigenmarken Trockenshampoos. Deswegen wollte ich das mal austesten. Und Kirschduft hat mich angesprochen. Ich meine, es gab auch noch sowas Blumiges. Ich habe mich jetzt aber für die Kirschvariante entschieden. Dann einmal gibt es von Jolea Hydro-Effekt Augenpads. Sowas gab es, soviel ich weiß, von Butni Care auf jeden Fall nicht. Und jetzt haben die eben hier rausgebracht. Ist mit Hyaluronsäure, spendet Feuchtigkeit, kühlender Effekt, frische Ausstrahlung, feuchtigkeitsarme Haut mit Cooling Kick. Ja, die wollte ich unbedingt mal ausprobieren, wie die so sind. Ist eben auch ohne Mikroplastik und ist eben ja ein Paar drin, also zwei Pads. Und ja, wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die sind. Soll man 20 Minuten einwirken lassen und habe bisher von denen noch nichts gehört. Dann eine Lippenpflege und das ist jetzt zum Beispiel auch noch von der Marke Butni Care. Die Tropic Mango Lippenpflege. Sanfte Lippenpflege mit Mangoduft für geschmeidig zarte Lippen. Die fand ich interessant. Ich war mir aber hier nicht sicher, ob ich die nicht schon mal gekauft hatte bei Butni. Weil ich ja schon, ich glaube, zweimal zum Butni war. Und ich weiß nicht, ob ich die schon einmal gekauft hatte. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, aber das hat mich angesprochen und der riecht auch sehr gut nach Mango. Der ist leicht gefärbt. Also, was heißt, der ist leicht gefärbt? Der ist gefärbt. Aber gibt eben keine Farbe ab. Deswegen durfte der eben mit. Ja, und der riecht halt super schön nach Mango. Also da freue ich mich schon sehr drauf, den verwenden zu können. Sehr, sehr cool. Dann kommen wir jetzt zu den Masken. Und da durfte tatsächlich nur eine Crememaske mit. Und zwar von Jolea. Die Feuchtigkeit und frische Maske mit Aloe Vera mindert Spannungsgefühl, langanhaltende Feuchtigkeit, spürbar geschmeidige Haut für jede Haut. Und die fand ich irgendwie interessant. Es gab auch noch viele andere Varianten. Aber da hatte ich wirklich das Gefühl, dass die einfach nur eine neue Verpackung bekommen haben. Und die Maske ist aber noch die gleiche, wie sie eben schon war. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal hier die Feuchtigkeit und frische Maske mitgenommen. Ich glaube, die ist nämlich neu. Und dann gibt es natürlich auch einige Tuchmasken. Und zwar zu einem, ich denke vom Standardsortiment, einmal die Vitaltuchmaske mit Wakame-Eigenextrakt, spendet Feuchtigkeit, reduziert die Faltentiefe für reife Haut. Sofort-Effekt, die fand ich ganz interessant. Ja, die wollte ich testen. 10 bis 15 Minuten soll die einwirken. Dann einmal die Glow-Tuchmaske mit Jasminextrakt, speichert Hautfeuchtigkeit, enthält Schimmerpartikel oder Schimmerpigmente. Ja, bin ich gespannt, wie die so ist mit den Schimmerpigmenten, aber ich wollte die einfach ganz gerne mal ausprobieren. Hier steht auch drauf Sofort-Effekt. Dann einmal die Vitamin C-Tuchmaske. Die ist mit Vitamin C und E, strahlend schöner Teint, beugt Hautalterung vor, spendet Feuchtigkeit für jede Haut. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann gibt es eben auch so ein paar, ja, ich würde jetzt mal sagen, das sind limitierte Varianten. Einmal diese hier von Jolea, die Fruchtcocktailmaske. Die wollte ich unbedingt haben mit Mangoextrakt. Habe ich dann gleich zweimal mitgenommen. Für ein wohltuendes Hautgefühl, spendet Feuchtigkeit für jede Haut. Ja, durfte zweimal mit. Ich bin sehr gespannt. Ist mit Papaya, Bananen und Mangoextrakt. Mit Hyaluronsäure, Glycerin, Aloe Vera und Panthenol. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Deswegen durfte die direkt eben auch zweimal mit. Und ebenfalls zweimal mit durfte von Jolea die exotische Blütentuchmaske mit Hibiskusextrakt für ein wohltuendes Hautgefühl, spendet Feuchtigkeit für jede Haut. Auch dies vom Design her finde ich super, super schön. Und die ist eben, wie gesagt, mit Hibiskusextrakt, Glycerin, Vanilleextrakt, Hyaluronsäure, Panthenol und Aloe Vera. Also auch so ein paar mehr Inhaltsstoffe drin, bin ich sehr gespannt. Und dann einmal noch, die fand ich auch sehr interessant. Die Two Steps Serum Maske mit Honigextrakt erhöht die Hautfeuchtigkeit, intensive Pflege, glatteres Hautgefühl für alle Hauttypen. Da ist eben hier oben so ein kleines Sachet mit Serum und hier unten ist eben die Tuchmaske dann drin, die man dann danach aufträgt. Das Serum ist mit Arganöl und eben die Tuchmaske ist mit Honigextrakt und die fand ich auch super, super interessant. Durhyaluronsäure, Koffein, Panthenol und soll einen angenehm pflegenden Duft haben.
Und eben die Tuchmaske ist dann mit Panthenol, Hyaluronsäure und mit einem angenehm pflegenden Duft auch wieder. Bin ich sehr gespannt und weil ich die sehr interessant fand, durfte die eben direkt auch zweimal mit. Dann habe ich zwei Handpflegeprodukte gekauft, die ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar zu einem eine Handlotion, Mandelblüte von Jolea. Mit Mandelblütenextrakt, normale und trockene Hände. Eben mit einem Pumpspender fand ich ganz cool. Hier sind drin 200 ml und die Produkte sind, so wie ich das jetzt gesehen habe, auch alle vegan. Ja, riecht sehr, sehr gut. Hat einen sehr schönen, tollen Mandelduft. Butni gibt es hauptsächlich, so viel ich weiß, in Norddeutschland. Ich habe jetzt Glück und bei mir in der Nähe gibt es eben einen Butni. Ich wohne im Süden von Baden-Württemberg. Und da habe ich Glück und gibt es eben Butni. Und ich finde die Produkte eigentlich auch relativ gut. Ich hatte da schon öfters mal ein paar Sachen gekauft. Und da bin ich sehr gespannt auf die Handlotion. Und dann durfte noch einmal diese Handcreme mit Orangenblüten- und Vanilleduft. Die Handcreme ist mit Shea Butter und Glycerin noch für normale und trockene Hände. Und so wie ich das sehen konnte, sind auch alle Produkte mikroplastikfrei, was ich auch sehr schön finde. Und riecht eben, wie gesagt, nach Orangenblüten und Vanille. Soll schnell einziehen und nicht fetten. Und soll man eben nach Bedarf eben auftragen. Genau, da bin ich sehr gespannt. Und dann zu guter Letzt, also es ist nicht ganz so viel mitgekommen. Ich habe auch ein bisschen was für die Doreen gekauft. Für das Paket. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich glaube nicht. Frühlings-Sommer-Paket. Und da habe ich auch so ein bisschen was gekauft gehabt bei Butni für sie, weil sie eben auch keine in der Nähe hat. Und auf jeden Fall habe ich für mich dann noch mitgenommen von Jolea Fußfit Hornhautentfernersocken. Ich habe sowas noch nie ausprobiert. Ist mit Aloe Vera und Grapefruitöl, Fruchtsäurepeeling, reduziert Hornhaut und Schrunden, samt weiche Füße nach 2 Wochen One Size. Und ich wollte die unbedingt mal ausprobieren. Die hat mich irgendwie dann einfach angesprochen. Ich habe es einfach mal mitgenommen. Da soll man ja einfach anziehen, Ja. eben die Füße waschen, abtrocknen und dann die Teile aufschneiden, anziehen, die Klebelasche versiegeln, 30 bis 60 Minuten einwirken Und lassen, dann eben einfach wieder ablösen, die Socken. Mit Wasser, mit einer milden Waschlotion waschen, steht das sogar, und danach eine Fußcreme verwenden. Und dann nach 2 bis 7 Tagen soll eben die Haut sich anfangen abzuschälen und nach 14 Tagen ist das dann wohl vorbei. Bin ich sehr gespannt. Die Füße soll man dann täglich eincremen, damit die halt schön weich bleiben. Ich bin gespannt. Ich hatte sowas eben noch nie und ich habe da auch so ein bisschen Angst vor, dass ich das nicht vertrage, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Wenn ihr sowas schon mal getestet habt, dann schreibt das mir gerne. Ich finde sowas super interessant. Und ja, wollte ich unbedingt ausprobieren, deswegen durfte das einmal mit. Und das war es tatsächlich auch schon. Mehr habe ich nicht gekauft. Es war aber trotzdem genug. Und ich habe insgesamt für die Produkte 24,30 € ausgegeben. Ja, was ich okay finde. Wie gesagt, ich komme nicht so oft in Butni, deswegen habe ich jetzt so ein bisschen was mehr gekauft. Und auch ein bisschen was doppelt. Und ja, freue mich aber sehr, die Produkte austesten zu können. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier auch gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.